Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Atlas. Zusammen mit meiner Piratenbraut, meiner Frau. Hi, mein Schatz. Hallo. Und ihr hört's schon, meine Frau ist unterwegs. Nicht wundern übrigens, unser hochverehrter. Was machst du da mit dem Bären? Der steht mir im Weg. Ich greife ihn gleich an. Okay. Unser Nachbar will uns mit den Tieren nichts sagen. Es ist einzig und allein eine Aufstellung darüber, was für Tiere noch möglich sind, die wir uns auch besorgen. Ein Bären und ein Nashorn. Er hat sich hier nur zwischen geparkt. Hier stehen sie nämlich relativ sicher. Ich habe die wilde Hilde dabei, die übrigens nur Hilde heißt. Ja, du bist ja weggeritten. Ich wollte ja eigentlich schon. Mann. Oh. Mit Wale jagen. Was? Mit Wale jagen zu gehen im Laufe der Woche, würden dann euch abholen und erstmal schauen, ob ihr die Ballisten bedienen könnt. Wale geben 50 Discovery Points. Nö. Ich habe keine Zeit, ich bin mitten in der Aufnahme. Was soll denn das jetzt? So, ich sitze. Wir sind nämlich heute mit dem kleinen Benjamin und der wilden Hilde unterwegs, weil ihr seht in der Ferne, oder ihr habt es beim Rolosreiten ja schon gesehen, die Galeone hat schon zwei Segel bekommen. Es fehlen nach Adam Riese und Eva Zwerg noch drei Segel. Die wir drauf machen, zwei Large Speed Sails und ein Weight Sail, wobei mein Schatz für das Weight Sail noch farmen muss. Ja, also EP farmen muss. Ich habe ja auch bald ein Level Up. Mein Schatz hat, glaube ich, auch bis schon so gut wie Level Up, ne? Ich brauche nicht mehr so viel, ja. Soll ich absteigen? Warte, ich guck mal, ob ich rankomme. Ich gucke dir hinter dir. Ah, Benjamin, mach ihn kaputt. Komm her, ich habe ein Schwert. Aua. Du weißt mich nicht. Lass Benjamin machen, der macht einen Klatsch. Ha. Oh, einmal. Oh, der geht an die Hilde. Ist der an die Hilde gegangen? Hilde hat ein bisschen Gesundheit verloren. Das ist mal, wenn du hier oben stehst, voll crazy, du. Moment, ich muss kurz die Schrot nachladen. Falls ihr euch wundert, ich laufe in Shorts und hier, wie heißt das, Tuch rum, weil, wie am Thumbnail zu sehen, wir haben eine ziemlich große Sonne gehabt und haben ungefähr 61 Grad gehabt. Keine Ahnung, was genau da passiert ist. Es war auf jeden Fall... Let's get it hot in here. Ja. Es ist nicht 0852. Es ist nicht. Es ist der andere Pinschatz. Nee, geht auch nicht. Was? Was geht? 0852, dachte ich nämlich auch, aber das funktioniert nicht. Ja, das ist richtig. 0852. Hä? Ich sag doch, es ist nicht 0852, es ist der andere Pin. Nicht, dass hier noch irgendwer denkt, er könnte sich den Pin merken für das Tor hier. Ach so, okay. nee, wir hatten auf jeden Fall eine Hitzewelle, 61 Grad Spitzentemperatur. Hatten wir hier noch nie. Der Himmel war feuerrot. Nee, orange war er. Entschuldigt bitte, ich bin farbenblind. Der Himmel war so orange und ich musste mich ausziehen. Es ging nicht anders. Ich musste Stoffhose und was auf den Kopf anziehen. Ich wäre sonst durchgedreht und erschwitzt. Und deswegen, das hatten wir auch noch nie. Passenderweise regnet es genau im Anschluss und mir ist kalt. Weil wir haben nämlich jetzt aktuell nur 8 Grad. Wir sind von 62 Grad auf 8 Grad runtergefallen. Nice. Das ist ja, da ist der Schnupfen vorprogrammiert. Nur zur Info, Klimawandel ist ein Scheiß gegen Atlas. Aber ich... So, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen farmen, weil... Erstens mal ist Benjamin der perfekte Baumschnetzler. Ja, okay. Ein bisschen Angst. Ja, ist ja gut. Ich steig mal ab, ja? Oh Gott, du hast den Vogel getroffen. Ich bin weg. Sowas von weg. Junge! Was ein Killer. Auf jeden Fall, ich werde noch ein bisschen Fiber sammeln, glaube ich, oder? Ja, ich hole Holz und Stroh und du kannst noch ein bisschen Fiber sammeln. Genau. Es ist nämlich noch zweifach Wochenende und deswegen haben wir uns natürlich dazu entschlossen, so weit wie möglich an der Galeone weiterzubauen. Es könnte auch sein, dass wir die Galeone vielleicht doch ohne euch ausparken werden.
und noch ein bisschen Zeit hier am Wochenende nutzen in Material für die Brigantine, für unser Fabrikschiff, was wir im Anschluss an die Galeone planen. Und sodass wir da halt noch viele Materialien reinsetzen können. Genauso wie die Galeone noch einen Innenausbau braucht. Also nur wenn wir die zu Wasser lassen, heißt das nicht, dass die schon für uns schwimmbar ist. Also wir brauchen auf jeden Fall da noch ein bisschen, um die auszubauen, fertig zu machen. Nach unseren Wünschen zu gestalten. So. Kannst du mal bitte die armen Vögel in Ruhe lassen? Ja, entschuldige. Dich hast vorhin auch schon die ganze Zeit gemacht. Ja, ich weiß. Das Bett Benjamin ist halt ein Killer. Alles weggeschnetzelt, was dir in den Weg kam. Guck mal, was der, mit welcher Wucht der die Bäume wegschlägt. Und der ist ja jetzt schon Level über 60. Ach so. Okay, okay, ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Das definitiv. Lustigerweise hat uns ja die Trading-Gesellschaft gerade angeschrieben, die uns eigentlich am Samstag ja schon einen Elefanten verkaufen wollte. Das sind die? Das sind die, ja. Ich hätte auch gerne tatsächlich auch gerne einen Bullen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja gut, dann Jackson Davis, New Atoll Trade, sind das sicher die? Ja, das sind die sicher. Okay. Flashgeist, wenn du das süß, Grüße gehen raus. Er guckt sich ja immer zeitversetzt die Videos an. Soll ich mal schreiben, was ist denn nun mit unserem Elefanten? Ja, was ist eigentlich aus unserem Elefanten und unserem Ochsen geworden? Er wollte ja beides für 15.000 geben. Stroh. Wobei, jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt. Hast du geguckt gehabt wegen Diegos Stroh, ob er es die 10.000 noch hat? Nee, aber die sind schnell gefarmt. Ja, definitiv. Das ist Intribution Transport 3. Weil da war eigentlich fast Samstag, ne? Hat er nicht irgendwas von Samstag gesagt? Und er meldet sich, sobald die Tiere da sind? Naja, er wollte am Wochenende nochmal vorbeikommen. Aber irgendwie kam bis jetzt keiner vorbei und das Wochenende ist bald rum. Das ist ja schon rum, ne? Ja, so gesehen, ja. Ja. Für die Zuschauer ist das Wochenende schon. Ich meine, zur Not, wir haben eine Pinnwand vor unserem Warenhaus. Da kann man auch eine Nachricht hinterlassen. Na, so ja. Das moderne oder das altmodische WhatsApp, sagen wir so. Also wenn jemand da ist und was hinterlassen möchte, kann er das gerne tun. Auf jeden Fall. Das gilt auch an die Spieler, die neu dazukommen. Wenn ihr herkommt nach B7 und wir sind nicht da, was durchaus mal vorkommen kann, dann hinterlasst uns sehr gerne auf unserer Pinnwand, auf unserem Anrufbeantworter, eine Nachricht, dass ihr da seid, welches Schiff vor allen Dingen, von denen, die dann da vorliegen, welches euers ist. Geh halt weg, Kuh. Und dann können wir da dementsprechend reagieren. Und euch dann auch gegebenenfalls antworten, wann wir da sind. So, genau, das wollte ich noch sagen. Pinnwand hängt vor der Schmiede, vor dem Warehouse 13. So, jetzt werden wir hier mal noch ein bisschen durchschnetzeln. Und ist ein Troko? Ja, das ist doch perfekt für dich, Schatz. Du brauchst doch noch EP. Die Kuh hat doch fast gemetzelt, die da rumrennt. Die ist immer noch panisch. Okay. Vielleicht sollten wir, ich glaube, ich habe hier auf B7 noch eine Schatzkarte. Vielleicht sollten wir beide gleich einfach kurz losfahren mit der Ariel. Mal eben ein, zwei Schätze hier in B7 bergen. Ich glaube, ich bin hier auch schon bedient. Wie, du bist bedient? Voll. Du bist voll? Also Hilde hat noch ganz viel Platz, weil ich sammle ja gerade Fasern. Ich nehme hier mal was raus von ihm. Er ein bisschen wieder... Nee, der ist an der oberen Grenze, der bewegt sich kaum. Sonst nimm ihm noch mal raus, 500 Holz oder so, wenn du das noch tragen kannst. Ja, ich sag doch gerade, Hilde ist komplett, der ist ein Alpha-Vogel. Oh. Ja, aber mit dem Vogel legen wir ihn nicht an, das ist ungerecht. Wieso? Kuh, komm her. Dich kriege ich nach. Aber dies ist ein Alpha-Vogel. Nee. Ja, schon, aber ich erwische die im Fliegen nicht. Die sind mir zu nervig. Dann fliegen sie dir ständig um den Kopf. Das ist anstrengend. Meinst du nicht, dass wir den kriegen? Den Vogel? Ja. Na, der macht uns platt. Alles, was am Boden bleibt, das kriegst du, aber alles, was durch die Luft fliegt, ist einfach nur nervig. Okay. So, Moment, wie viele habe ich jetzt eigentlich schon gesammelt? Was brauchen wir eigentlich? Also, wie viele Fasern brauchen wir?
Fibers? Also einiges Fasern brauche ich noch. Also wenn du so 1000, 1500 noch einpackst, ist das gut. Ich habe 3000. Ja, dann passt. Dann ja. Gehen wir erstmal zurück. Ja, ich habe aber noch Platz in Hilde, weil dann nehme ich noch Holz, beziehungsweise ja, nimmst du auch Holz mit. Stroh, genau. Holzstroh. Mhm. Da, dann nehme ich noch ein bisschen Stroh mit. Dann muss ich auf jeden Fall, ich muss mir noch ein bisschen Farbe herstellen, weil ich habe nämlich nicht mehr genug Farbe, um die Segel zu färben. Wobei, die sind auch noch nicht fertig, da fehlt noch das Wappen drauf, ne? Also, wenn das Schiff gezeigt werden sollte, die Galeone heute noch, dann auf jeden Fall nur im Rotzustand. Also, sie ist dann noch nicht weit. Wir sagen den Leuten ja nicht, dass wir alle Gunports und alle 6 Decks drauf haben. Dass eigentlich nur ein Steuerrad fehlt und wir könnten damit tatsächlich schon los, weil 2 Segel auch schon drauf montiert sind. Nein, sagen wir nicht. Also ja, wir haben den Samstagabend und den Sonntagvormittag genutzt, so gut es ging, und noch ein bisschen Material gefarmt. Sagen wir es mal so. So, weil wir gestern beim Stream dabei waren, der weiß ja, wir sind ja erst innerhalb des Streams quasi angekommen. Bei unserer Farminsel und haben dann ja natürlich dementsprechend erst anfangen können zu sammeln und haben dann dementsprechend, ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir haben, was haben wir gehabt? 7 Gunports haben wir, glaube ich, auf der Insel hergestellt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ein beziehungsweise 2 Decks, glaube ich, auch, ne? Mhm. Guck mal, die antworten gar nicht. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Der sollte uns mal lieber antworten, was mit dem mit den Tieren ist, als uns zu fragen, ob wir mit auf Walfang gehen. Den Wal will ich eigentlich gar nicht fangen. Ich bin da jetzt nicht so scharf drauf. Ne. Dass man eine Balliste braucht, um Wal zu fangen, das weiß ich. Oh, da hinten ist die Schlange bei dem Schaf, die kleine. Siehst du sie? Schaf kommt gerade gerannt. Bei welchem Schaf? Wo? An der Mauer hinten. Alter. Die kommt zu dir, die Schlange. Ja, lass sie kommen. Ah, da. Hallo, Rattlesnake. Verfehlt. Nee, eigentlich nicht verfehlt. Die ist rot am Kopf und... Na gut. Ich wäre gerade schon angerast gekommen. Abby. Also, das war ironisch gemeint mit dem angerast. Er hat übrigens gerade geantwortet, ne? Ja, warte mal, was hat er denn gesagt? Hans, aber melde ich gerade nicht, ich hab's aber nicht vergessen. Leichter lieferbar sind gerade so Sachen wie Metallkanonen, Alloy, Ballisten und so weiter. Nee, wir brauchen aber den Elefant oder Bär. Naja, theoretisch bräuchten wir Kanonen, aber die können wir selber genauso herstellen. Also damit ist uns im Moment nicht gedient. Nee, ja. So, die wilde Hilde kann noch ein bisschen. Das Schlaf schläft. Oh. Ach je. Oh nein. Oh nein. Koko. Oh nein. Oh nein. Siehst du das? Leg's auf den Berg hoch. Er schnarcht mich voll. Ich nehm's mit nach Haus. Darf ich's behalten? Spätestens wenn es wach wird, ist es halt damit nicht mehr ganz einverstanden. Darf ich es behalten? So wie mit dem Affen mal, den hatte ich auch so getragen. Wurde der wach, hat der mich ausgeschumpfen. Was fällt dir ein? Der weggerannt ist er. Ich nehme ihn mit. Ich nehme es mit. Nimm's mit. Ich hab's doch dabei. Das ist mein Schaf. Aber gut fest. Das ist mein Schaf. Komm, Hilde, wir bringen das Schaf nach Haus. Oh, da ist ein Alf. Schildkröte. Wo? Hier bei mir. Wichtiger als der Schaf. Blöde Schaf, bleib mal hier liegen. Blöde Schaf. Oh, da ist die Alpha-Schildkröte. Ich weiß nur nicht, ob es so gut ist, wenn Benjamin hier stehen bleibt, weil der macht die Alpha platt. Hier ist er. Oi, Hilde, bleib mal stehen. Komm zu mir, weg von Benjamin. Der macht dich alle, du. Ich auch. Weil du machst doch gleich kaputt.
Ah, Quatsch. Au! Oh, oh! Er kommt! Ah, ah, nicht zu mir! Benjamin, aus! Pui! Dann nicht meine Pfeile. Au, au! Hast du kein Schwert? Oh Gott! Pass auf Benjamin auf! Ja, das habe ich schon mal gemacht, dann ist er mit in Brand geraten. Das war nicht so lustig. Au, au, ah! Ha! Ah! Ah! Feuer! Feuer! Geht's dir gut? Ah, ganz hat nicht drei. Wie viel brauche ich noch für mehr? Ah, Fitzele noch. Fitzele? Fitzele. Brav, Benjamin. Meine alte Killersau. Bein. Das war nett, nett. Aus. Pfui. Du kannst dir ja noch den Alpha-Vogel schnappen, Schatz. Nee, den mag ich nicht. Besser auf, da vorne steht die wilde Hilde. Nicht sie überrennen. Da stehen zwei. Nee, da steht eine. Daneben läuft noch eine. Okay. Ich nehme mal die Schildkröte mit, ne? Warum? Ne, weil das ist eine Alpha-Schildkröte. Ach so, ja genau. Das bedeutet. Ich gehe extra auch mal auf Leder, ne? Weil davon haben wir ja so wenig. Ja, genau. Irgendwo gab es hier noch einen Alpha-Elefant. Aber ich habe den, sehe den gerade nicht. Der ist hier irgendwo rumgerannt. Junge Frau. Ja. Ich mache es nicht so spannend. 297 Fleisch, 616 Leder, 173 Keratin. Gibt es für Schmal oder Handtasche? 616 Leder. Oh Gott, der Schrank für Leder ist voll. Drei Schränke sind schon voll, ja. Oh Gott. Schaf. Schaf? Oh, der Schäfle ist wach. Ja. Hallo Schäfle, was frisst du eigentlich? Beeren, zum Zähmen Beeren. Ach so auch. Put flowers or berries. Sag mal, das Schiff und das Häusle, wo der war, das ist weg. Oh, ja, dann ist es vorhin weggefahren. Die PP sind vorhin vorbeigefahren. Aber das Haus ist auch nicht mehr. Das sind so Überreste noch im Wasser. Da haben sie es abgerissen, ist doch gut. Sind sie fertig hier? Das braucht ja auch keiner hier. Vielleicht haben sie auch nur was gezähmt. Vielleicht lag es auch nur daran. Oh, das sah mir auch so ein bisschen wie so ein Zwischenlager aus. Ja, kann durchaus sein. Meiner stört ja auch nicht. So, mein Schatz. Jawohl. Ich würde sagen, wir kommen für die heutige Folge mal zum Ende. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.